und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Ha, auf den letzten Drücker, aber immerhin noch Mittwoch. Ja, heute, wie soll es anders sein? Danke, 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 danke für die Einsendung und danke. Weil geil, weil geil, weil episch, weil dick, fett. Stahlkoloss, braucht 4 Ketten, hat fette Gunblende, ist sozusagen, kommt vor dem E3, der auch sehr geil ist. Amerikanische Linie, Tank Destroyer, eigentlich schon ein ekliges Monster. Hat natürlich auch fette Schwächen, weil der ist einfach mega lahm, wenn der an der falschen Stelle fährt. An der falschen Stelle fährt, Alter. Wenn der zur falschen Stelle fährt und an der falschen Stelle steht, dann hat er verspielt. Da kommt er nicht mehr weg. Zweiter Schwachpunkt, wenn die Leute dich umrunden, bist du auf Fritte. Dritter Schwachpunkt, die Arti liebt dich natürlich, weil du nicht vom Fleck kommst und weil du immer da stehst und so ein großes, geiles Ziel abgibst. Aber geil. Leider geil. Leider ist das nicht die Gun, die man drauf machen kann. Zu wenig Nutzlast. Egal. Die Top Gun. Top Gun ist auch gar nicht zu unterschätzen. 750 Schaden immerhin, 10er Gun drauf, ist aua. Deutlich aua. Aber, wie gesagt, ist eigentlich ein T28. Denkt euch mal die äußeren Ketten weg, ja, da wo das hier angesetzt ist, diese Schräge, und dann kommt nämlich ein T28 bei der Karosse. So, zumindest ungefähr. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar auf der T28 vielleicht sogar, oder gab es den sogar vielleicht gar nicht, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er geil. Ich sag euch, die Linie solltet ihr machen, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, weil so episch wie er in manchen Situationen ist, so scheiße ist er auch, aber die Situationen, die dann richtig geil sind, unter anderem, muss ich direkt mal gucken, ich glaube, das verlinke ich mal, da gibt es ein Video von Quickie Baby, wie einer mit dem scoutet, der fährt in Kempinovka einfach mal quer übers Feld rüber und du hörst nur die ganze Zeit so bing, bong, bing, bong, 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 bing, bong, und der kriegt einfach keinen Schaden und die ziehen nämlich die Kette und das war episch. Jo, wir starten einfach mal rein, weil ihr wollt hier mich nicht labern hören, sondern ihr wollt was sehen. Bis gleich. Und da sind wir schon auf der Map. Und zwar, Live Oaks heißt die gute Map. Und der Valkrim, am Valkrim habe ich auch schon mal was gemacht. Der schickt mir mal eifrig ein. In seinem T95. Und es sieht für ihn besser aus als für die Gegner. Aber das nur so als Hintergrund. Und wir sehen gleich am Anfang. Also das sieht noch gar nicht mal so schlimm aus. Aber er kann halt mit dem Speed. Ich meine, guck mal, dem kann man die Ketten reparieren beim Fahren. Also das sind einfach mal 13, 11, 12. Nicht viel. Sagen wir mal, nicht viel, nicht besonders viel. Aber wie gesagt, wenn man ihn strategisch an irgendeine Ecke stellt, dann ist der schon eine ziemliche Macht. Früher wurde der auch irgendwie gerne benutzt in bei Clan Wars, um irgendwie Brücken zuzumachen oder Ecken zu, ne? Wenn der nicht gerudelt werden kann, ist der schon heftig. Jo, Live Oaks, was passiert? Live Oaks, wir gucken auf die Minimap. Immer noch ist dieser Mittelhügel hier, den wir dort hinten sehen. Guckt mal auf die Map jetzt hier, da in dem Dreh. Der Mittelhügel ist immer noch ein beliebter Spotpunkt, genauso wie eigentlich hier man immer noch ganz sinnvoll spotten kann in den Büschen. Beziehungsweise ich stelle mich sogar manchmal irgendwie hier in die Büsche da vorne, weil du dann halt eben alles, was da hinten rumfährt, durchaus aufmachen kannst. Aber das ist in diesem Game überhaupt gar nicht der Fall. Wir sehen, die ganzen Positionen sind gar nicht besetzt, aber guckt euch mal an. Also, ja, der gutste Mann hat hier mit der Verteilung des Teams schon mal irgendwie echte Probleme, sag ich mal. Und er hat nicht nur mit der Verteilung des Teams Probleme, sondern irgendwie auch gleich mit der Gun, wie wir bei den ersten Schüssen sehen werden. Aber, boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie träge und wie langsam der ist. Guck mal, der sitzt noch irgendwie halb hinten auf der Mauer, noch im Cap-Kreis. Und sein ganzes Team ist schon da vorne. Aber er hat halt eben auch die ungenaue Gun, die man jetzt eigentlich bräuchte. Ich weiß gar nicht, was hat der denn eigentlich? Hallo. Weiß gar nicht, was der für eine Genauigkeit hat. Der Gun. Eigentlich war der nicht so schlimm. Aber dieser Schuss ging auf jeden Fall mal gehörig daneben.
Tja, Minimap immer noch Jagdband. So, wir sehen Einschüsse. Yay, Wargaming. Ihr seid richtig gut. Man sieht wieder, wohin geschossen wurde. Jo, doppelte Kette. Kannst du dir überlegen, wie viel 1000 Penetration brauchst du da, um da durchzukommen? Keine Chance. Keine Chance. Mit AP, selbst mit AP. Und ich meine, der Jagdpanther hat jetzt nicht die schlechteste Gun des Jahrhunderts. Also, aber geht nicht. Geht nicht wegen. Ist nicht wegen geht nicht, aber es geht auf die Distanz auch nicht anscheinend ordentlich Schaden zu machen. Hat dem Kollegen, glaube ich, nur die Kette gezogen. Tja, was passiert? Ach, nebenbei, ich bin jetzt mal dazu übergegangen, ich habe mir dieses Game noch nicht vorher angeguckt. Und weil irgendwie wird dieses ganze Replay machen für mich sonst auch zu langweilig. Ich muss mal auch irgendwie ein bisschen an Wasser arbeiten können. Also wir sehen, was ich vorhin bemerkt habe, wenn die ganzen Positionen hier nicht besetzt sind, sieht man nicht, wenn einer irgendwie kommt. Das heißt, die ganzen scheiß Gegner, die pling, sagt's bei ihm, die ganzen scheiß Gegner können dann natürlich einfach vorrücken. Den einen haben sie da weggeknuspert und ja, jetzt stehen sie schon im eigenen Cap. Super. 3 zu 5. So kann man auch ein Spiel beginnen, damit man richtig viel Spaß hat. Aber, sie haben nicht mit dem Waldkrim gerechnet, sozusagen. Jo, alte Kiste da hinten, hinter dem Wall, kannst du fahren, da kommt keiner an dich so richtig ran, bis du dann halt irgendwann mal über die Bahnschienen rüber musst. So, da hinten sieht es immer noch scheiße aus, wo er hinguckt. Hinter der Brücke. Hinter der Brücke sieht es besser aus. Blim! Der nächste Bouncer. Okay, Centurion sieht man. Naja. Also, ich meine. T95 könnt ihr unten, warte mal, ich werde mal in die nächste Situation, die nicht so, ach, was soll's. So, also T95 hier unten in die Ecken, aber das klappt auch nicht jedes Mal. Also, und halt eben Kuppel, ja, Kuppel hier, aber Kuppel klappt auch nicht jedes Mal. Also, T95 ist schon ein Biest. Also der ist halt nur mit Taktik auseinanderzunehmen, indem man sagt, hey, ich fange mir ein und fahre um ihn rum, ja, oder. Und dann kann sogar ein LOL-Trecker ihn beschäftigen. Also sozusagen, ja, und die 750er Kellen, wie wir gesehen haben, die funktionieren, wenn sie treffen. Und machen auch richtig Autsche-Bautsche. Und ja, es sieht, man kann nicht sagen, dass es da hinten aufgeräumt aussieht. Aber zumindest, ich sag's mal so, kommt von links, also von uns aus links gesehen, jetzt nicht noch irgendwie mega, mega viel Gefahr. Und ja, er kann also nicht viel gefahren bis jetzt. Muss man mal einfach so, ja, yeah, genau durchs Haus. Oh, schöner Roll, 825. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ich meine, es ist geil. Die stellen sich alle bei ihm an, ne? Also, kann man sich nicht beklagen. Er kassiert einen Abpraller nach dem anderen. Gut, Typ 4 schwer, dürfte irgendwie. Oh, Alter. Alter. Alter, oh, die ersten Treffer, die ersten Treffer. Wir haben erste Treffer zu verzeichnen. Ups, wo haben wir die ersten Treffer zu verzeichnen? Seite. Kuppel? Nee. Seite. Durch die Ketten durch? Weiß nicht, vielleicht buggt das auch, sage ich mal. Würde ich jetzt nicht meinen Arsch drauf verwetten. Eigentlich ist durch die Ketten schwierig beim T95. Das ist eigentlich mal eher richtig schwierig. So, Centurion 71. Gammelt da unten rum. Ja, warum tut er das? Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit Gold. Typ 4 schwer. Ist schwer. Obwohl wir mit Gold jetzt schon nicht die wen. Also, das ist schon irgendwie 320 ist schon nicht so. Centurion? 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 Was tust du? Ja, das kann man machen, aber man. Oh, jetzt geht der da YOLO. Ja. Jo, und er kassiert hier einen Abpraller nach dem anderen fröhlich von der Seite, weil, ja. Centurion, Centurion, Centurion! Ich sag mal so, wer dem Valkrim zu lange auf der Nase rumtanzt, der kriegt halt mal, ja, eine Goldmumpel ab. Ich glaube, bumm, wieder ein Abpraller. Ich glaube, mit dem Type schwer, hätte ich jetzt, ja genau, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt mal mit den HPs, die der noch hat, mal schleunigst auf HE umgeladen, weil da haben wir jetzt ja zur Genüge gemerkt, dass da nichts durchkommt. Problematik ist momentan, sehr schön gemacht, dass die
Zoo von links kommt, ne? Und der Tiger von rechts. Also, wenn jetzt die ISO auch noch stirbt, na gut, ich weiß ja, was es für ein, was es für ein Ergebnis gibt. Aber ich sag mal, ein Glück hat die ISO sich da so viel Zeit gelassen. Und ein Quatsch, die Su sich so viel Zeit gelassen und ein Glück stirbt jetzt auch erst sein Mate hinter ihm. Und wiederum ein Glück hat er noch 1000 Hitpoints. Und die Gegner, ich meine, ey, Su, jetzt ist zu spät. Jetzt brauchst du ja gar nicht mehr, jetzt brauchst du überhaupt nicht mehr Knusper, Knusper, Knäuschen hier. Ja, ich meine, ich finde es immer schon so geil. Guckt euch das mal an, diesen Hitlock hier. Ey. Bounce, 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 bounce. Gleich verschwindet der einzige Treffer, den er, oder die einzigen beiden Treffer, die er da kassiert hat, die verschwinden gleich unten schon mal im Nirvana. Wir brauchen einen Schieberegler, weil wir nicht mehr alles sehen. Was ist übrig? Der J-Panther, die Artie. Tiger 2. Tiger 2 ist gesichtet. Arti, naja, gut, wo soll die Arti sein? Arti gammelt hier irgendwo rum. Beziehungsweise Ola hat sich mittlerweile in Bewegung gesetzt, weiß man nicht. Ich, also mit einer M40 hätte ich mich mittlerweile mal umpositioniert, näher ran, damit meine Schüsse nicht so lange fliegen. Der Tiger. Hä? Was macht ihr denn? Tiger, hu, hier sind wir. Hu. Ja, genau, Tiger. Also, ja. Mit AP. Mit AP auf dem T. Tschüss. Viel Spaß. Oh. Okay. J Panther mittlerweile auf Gold wow. 110. Guck mal. Selbst eine Arti macht 110 Schaden. Ist halt. Sagte ich schon, dass er bei mir liebevoll der Big Fat Motherfucker heißt? Ja, genau, ihr seht den Chat jetzt nicht. Aber er schreibt, die Gegner Arti schreibt schon, wow, 110 Damage, wow. Ja, du, T95. Eisenschwein. Eisenschwein, da kommt auch eine Arti, wenn die auf 300er Panzerungsdicke stößt, passiert da nicht so richtig viel. Ja. Ja, Chat ist lustig. J-Panther, ja. Also, ich sag mal so, Gold kommt nicht durch. Ich meine, dem kannst du selbst mit normalen Munition durch. Ja, dum dum. J-Panther mit Gold. Spar dir deine Munition, Alter. Das jetzt weiter hoch, 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 damit du besseren Winkel kriegst. Nicht runter, hoch. Hoch! Ja. Ja. Hoch. Oh. 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 Ati. Bumm. Jo, läuft. Er läuft auf jeden Fall für den J-Panther jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Aber betrüblicherweise, oder was heißt betrüblicherweise? 14-14. Richtig viel Leben hat er auch nicht mehr. Aber sein Ammo-Rack ist auch gefetzt. Da sollte jetzt mal die Arti irgendwie kommen. In die Nähe kommen. Denn, er geht schon auf, alles klar. Er geht schon auf? Alter, wo ist denn die Arti? Na, die muss ja eigentlich links irgendwo sein, oder? Von rechts durch die Bahn, durch das Bahngerödel da macht einen ja keiner auf, glaube ich. Alles schon geil, von einer Arti gespottet werden, ist schon cool. Also, das hat schon was. Boah, guckt euch diesen epischen Speed an. Mit 11. 12. Hä? Alter! Siehst du? Wusste ich doch. Einfach mal. Oh, da kann man nicht durchschießen. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Alter! Episch! Sowas klappt bei mir nie! Cool. Naja, gut. Ich sag mal, wenn die Gun genau sein muss, dann ist sie genau. Fettes Stahlmonster. Fett, 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 fett. Also, ja. Jetzt naja, was heißt nicht die strategischste Runde? Also ich meine, woanders hinfahren hätte er gar nicht dürfen, weil er war einfach mal wichtig an der Stelle, weil er nach hinten und nach vorne wirken musste. Insofern für das Team und für die Bewegung, die da in dem Game war, war das genau richtig gemacht, alles richtig gemacht. Aber ja, es war jetzt nicht. Ey, trotzdem. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn. T95 ist T95. Der.
Der ist schon. Das ist so ein Tank für ein Bier aufmachen und einfach nur durch die Gegend fahren. So, kommt keiner durch. Sehr geil. Sehr schön, sehr schön. Aber wir gucken jetzt nochmal die Auswertung an. Ich bin nämlich echt gespannt, was er so an Abprallschaden hat. Denn hier sehe ich schon mal. Hier sehe ich schon mal 7000. Klar, man kann sagen, ey, komm, der war ja auch wieder Top-Tier und 8 Kills und aber. Ey. Schon auch, sag ich mal, gut gearbeitet. Hätte er nicht 4.500 Schaden gemacht, hätte sein Bob-Team das nicht geschafft. Also, Gefechtsauswertung. Bis gleich. Jawollo! Und ihr könnt es nicht sehen, hier oben steht, er schreibt als Beschreibung dieses Replays, I really did not drive that far. So nach dem Motto, richtig weit bin ich nicht gefahren, aber es hat gereicht. Also, sehr geil. Gemastert das Ding. Blech hat er bekommen. 71.000 Brutto, 4,3 XP zweifach. Und natürlich die Redlays und die Cool-Headed. 10-mal nicht penetriert in Reihe. So, Cool-Headed ist auch eine geile Medaille. Ist einfach cool. Das ist einfach so bling, 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 bling. 10-mal ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Stahlwand natürlich und High-Kaliber und Top Gun. Das war unausweichlich. Jo, 5.800 Schaden. Da kommt noch der Blinde hinzu. 5,8, aber das Interessante ist jetzt eigentlich, ja, 6,8. Also ich meine, muss man sich mal, ist schon gerade als Top-Tier, ist es schon Stahlmonster, ist schon auch geil, was da nicht durchgeht, das ist geil, das Ding. Sehr geil. Nee, hat mich echt gefreut. Also ich freue mich über Videos, die mich freuen, über Replays, weil die mit geilen Tanks zu tun haben. Und mehr Replays von geilen Tanks. Sag ich nur mal so. Läuft bei mir. Nein, ich hatte keinen Kaffee. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.